Die große Schrottplatz-Challenge bei Grip. Drei Moderatoren am absoluten Limit. Das gibt's doch gar nicht. Lina, Det und Matthias fighten drei Tage lang gegeneinander in fünf spektakulären Challenges. Schnell auf zum Pack, ja, pass ich den gleich in die Karre. Fuck. Guck mal, der liegt hier unterm OP-Tuch, liegt der Finger. Tatort der großen Grip-Schrottplatz-Challenge ist Westerstede in Niedersachsen. Auf einem 4 Hektar großen Areal stehen Autowracks und rostiges Altblech, so weit das Auge reicht. Um diese Trophäe geht es, den goldenen Grip-Schrottplatz-Challenge-Pokal. Es treten an Grip-Testfahrer Matthias Malmedy, Schrauberqueen Lina van de Maas und Gebrauchtwagenexperte Det Müller. Was genau sie erwartet, erfahren Sie jetzt. So, geht los, Männer und Damen. Juhu, Schrottplatz. Das müssen wir nochmal machen, Männer und Damen, das ist ja totale Scheiße. Also. Okay, und ab dafür, für dich. Jawohl, danke. Na, merkst du was? Geht schon gut los. Hallo ihr drei, Leichtbau und Gewicht ist euer Thema heute und das auch gleich bei der ersten Aufgabe. Hier auf diesem Schrottplatz stehen viele automobile Perlen. So sieht's aus, ja. Sucht, checkt und kauft euren Favoriten. Ihr habt dafür 30 Minuten Zeit. Das ist nicht viel. Das Budget maximal 500 Euro. Okay, ich zähl schon mal ab. Wer laut Fahrzeugschein das leichteste Auto kauft, gewinnt die Challenge. Kleiner Tipp, das Auto sollte fahrtechnisch noch ordentlich in Schuss sein. Ohne Flachs. Das Größte für mich ist immer noch ein Schrottplatz. Das ist die sogenannte Männertagesstätte. Die Uhr tickt. Ich meine, leicht. Was ist leicht? Und er muss noch fahrbar sein. Das wird natürlich auf dem Schrottplatz ein bisschen schwer. Ich brauche ein gutes Auto. Weil diese Autos müssen drei Tage durchhalten. Wenn er kaputt geht, bist du raus. Und du brauchst Leistung. Was machst du mit dieser Kette? Ich soll was Leichtes besorgen. Das heißt, ich muss es vorher schwer machen. Genau, das macht total Sinn. Es gibt ja das Gewinnerprinzip, ne? Ja. Klein, wendig, fein. Genau so machen wir das. Hier ist das was für dich. So, Seat Ibiza. Damit bin ich mal 24-Stunden-Rennen gefahren, Leute. Das Fahrzeug ist aber leider verschlossen. Also die erste Aufgabe ist ja immer so ein bisschen ein Anfühlen. Ja, wir drehen ja hier mehrere Tage, es kommen mehrere Aufgaben auf uns zu und da weiß ich natürlich aus Erfahrung, dass das nicht die einzige Aufgabe ist. Es steckt ein Schlüssel. Was? Ja. Oh, hupsala. Hey! Hey, hör auf! Den brauchst du nicht! Der ist viel zu schwer für dich! Der spricht doch nicht an! Ich muss los. Nicht fahrbereit? Schade. Mit dem Ding bin ich original mal 24-Stunden-Rennen gefahren. Diesel. Ey, Pritsche, Kasten. Boah, du hast echt keine Grenzen. Schrottplatz ist das Geilste. Der läuft zwar nicht mehr, aber der ist trotzdem geil. Der hat einen Ford-Motor drin, das weiß ich. Oh. 10 Minuten sind schon rum. Um Zeit zu sparen, sucht Lina Hilfe bei Schrottplatzchef Bernd. So, wo stehen die leichtesten Autos? Wo stehen die leichtesten Die stehen Autos? Vorne. Die stehen vorne. Hast du Smart irgend sowas da? Ich hab einen kleinen, Zwingo? Kleiner Fiat. Ein Fiat. Oh, ich weiß nicht. Wir beide passen hervorragend zueinander. Schauen wir mal. Oh nee, die Pedalerie ist ja zum Davonlaufen. Ja, läuft, ne? Also jetzt geht es erstmal darum, was Leichtes zu finden. Aber weiß der Teufel, was ich mit der Karre nachher noch machen muss? Die Hälfte der Zeit ist um. Guck mal hier. Opel Omega V6. Das könnte was sein. Leder, hat er. Ja, genau, dein Ding. Strom hat er auch. Du wolltest immer schon beim Finanzamt anfangen. Der läuft. Oh, der läuft aber nicht gut. Der läuft nicht gut? Bist du bescheuert? Der läuft sauber. Der pfeift nur ein bisschen aus dem Auslass.
Ist doch gut. Den würde ich nehmen. Die Fensterheber funktionieren sogar. Was andere wegschmeißen, das holst du dir ran, du. Das Problem an dem Auto ist, dass er schwer ist. Die erste Aufgabe ist, kauf das leichteste Auto. Das hier ist ganz sicher nicht der leichteste. Aber ich brauche was Kleines. Der kauft sich ein Omega. So doof kann ich ja gar nicht sein. 10 Minuten bleiben noch. Was ist das denn hier? Läuft das? Ist der Motor kalt, gib ihm 6,5. Alter Schwede, ist der bescheuert. Was kostet es? Twingo. Ha. Boah, der muffelt aber. Oh. Der Twingo geht. Ey. Spiegel steht. So, was haben wir hier? Also der sieht innen schon mal nicht schlecht aus. Schöner Primera, Stufenheck, Limo. 2 Liter. 2 Liter? 130 PS. Was? Ja. Was willst du dafür haben? Läuft der? 650. Nee. Nee, komm, das kannst du nicht machen, Bernd. Dann willst du ausgeben. Ich hab 500. Warte mal, wir gucken einmal in den Motor rein. Mach's einmal auf, bitte. Während Matthias und Lina noch Autos checken, hat Diet seinen Favoriten schon gefunden. Nehme ich. Fertig. Diets Wahl, ein Fiat Seicento S, Baujahr 2002 mit 55 PS. Ich bin Mandatar, ne? Ich meine, ich kann mir 1000 Sachen angucken, ne? Oh, hier, der ist geil, blablabla, ne? Quatsch, das Ding ist doch nix. Aufgabe war, schnell, günstig, gut, leicht. Ich weiß Bescheid. Die letzten 3 Minuten. Der läuft. Der läuft. Der läuft aber gut, ne? Guck mal hier. Pack noch einen drauf. Nee, komm. Wir machen das so. 500, klar. Nee. Dann ist ein bisschen knapp. Komm, mach 400. Dann machen wir 450. Mach noch einen Fofi. Hier, schlag ein. Machen wir. Ja. Super Ding. Genial. Garantiert der stärkste auf dem Hof. 130 Pferdchen. Nicht der leichteste, aber vielleicht der zweitleichteste. Alt, aber bezahlt. Na super. Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt. Ich glaube, der ist gar nicht so schlecht. Kurz vor Schluss hat Lina ebenfalls ihr Kaufauto gefunden. Einen Renault Twingo, Baujahr 1998 mit 58 PS. Guck mal, der Puma, der wäre doch was. Nee, ich hab schon mein Fahrzeug. Du hast schon deinen? Ja, pass auf. Hast du Bock auf eine Spritztour? Mit dir? Ich habe mir Black Beauty ausgesucht und es gibt 2 Möglichkeiten. Ne? Ja, schau mal, wir zwei. Du sitzt da oder du sitzt da. Wer hat denn da reingeschwitzt in den Sitzen? Reingeschwitzt? Eklig. Aber pass auf. Gib mal Gas hier mit deiner Kette. Handbremse funktioniert auch. 450, ich nehme den Twingo. Ich habe 450 Euro für den Twingo bezahlt. Er ist leicht, er hat auch ein paar PS. Letztendlich ist es aber echt ein Plastikbomber. Also ich hoffe, ich gewinne damit überhaupt irgendwas heute. Die Zeit ist fast um. Diet muss aber noch verhandeln. 1, 2, 3. Genau, 150, du spinnst 4, ja wohl. 5. Hat er Klima? Nein. Das reicht. Nee, reicht nicht. Noch ein Christoph. Dann ist aber der Ofen aus. Ja. Passt das. Okay. Gerade so geschafft. Damit hat jeder sein Auto. Die große Frage ist, wer hat den leichtesten gekauft, Leute? Okay. Bernd, wir brauchen die Daten von den 3 Fahrzeugen. Ja, der Fiat wiegt mit Mann und Maus 810 Kilo. Oh, danke, kannst hergeben. Ich hab Feierabend. Warte, warte, warte. Moment. Was wiegt der Twingo? Der Twingo wiegt 895. Und jetzt kommst du. Ja. Und jetzt kommt der Nissan. Mit? Der wiegt 1330. Okay. 3 Punkte, 2 Punkte, ja. 1 Punkt. Die beiden anderen haben jetzt natürlich Punkte gemacht, weil sie die leichtesten Autos sich besorgt haben. Aber ich habe die meiste Leistung und zwar doppelt so viel. Ja, die Reifen sind alt, aber deine sind auch nicht viel neuer. Was ist das denn?
Kennst du Gummi auf Glatze? Das ist aber nicht Glatze. Das ist voll Glatze. Du siehst doch noch ein bisschen was. Also ich finde die noch okay immer. Was ist das doch für ein Fahrzeug? Primera. Kompetent. Nee, dann ist klar. Ja. Alles klar. Vierfach Fensterheber, Wurzelholz, Hatter, Klima, Hatter. Der hat alles. Voll ausgestattet. Alles ist in Funktion. Das ist ein mega Auto. Ja, das war wieder eine Aufgabe ganz nach meinem Geschmack. Ich denke mal, das ist wie sechs richtige Fiat. Wie heißt das Ding? Seicento. Ich habe auf alle Fälle ein kleines und wendiges Auto. Ein bisschen Wumms hat er auch, also mehr als steht auf alle Fälle schon mal. Jetzt fahre ich der Alten gleich erstmal in die Karre, wenn die so weiter so Stress macht. Eigentlich sollte der auch solide genug sein, um heute mal noch ein bisschen eine andere Challenge mit durchzuhalten. Ich habe wieder die richtige Entscheidung getroffen. Black Beauty, echte 40 kW finde ich okay. Die Sache ist die, der Haken ist der, ich bin ab jetzt Chef im Verkehr. Das gilt es zu beweisen, Herr Müller, und zwar hier. Der Flugplatz Westerstede ist Tatort der zweiten Challenge. Gleich zeigt sich, wer gut eingekauft hat. Hey. So. Sehr schön, das ist doch schon mal gut gegangen. Ja, wir warten noch ganz kurz auf Dietmar Müller. Und dann geht das auch schon los. Und zwar mit der nächsten Aufgabe. So. Ist vor. So, komm, nächste Aufgabe. Sehr schöne Fahrzeuge, die ihr da gekauft habt. Jawohl. Wie gut eure Wahl war, zeigt sich jetzt. Macht einen Beschleunigungstest von 0 auf 100. Nein! Oh, wer der Werksangabe am nächsten kommt, gewinnt die Challenge. Der Werksangabe? Es kommt gar nicht drauf an, wer der Schnellste ist, sondern wer am nächsten an seine Werksangabe rankommt. So, ich fange an, Leute. Ich lieg hinten. Von der Aufgabe halte ich ehrlich gesagt gar nichts, weil der Vorteil, den ich dadurch hatte, dass ich den dicksten genommen habe, den mit der meisten Leistung, der ist jetzt dahin, weil ich einfach nur die Werksangabe treffen muss und das kann jeder andere genauso gut oder genauso schlecht, wie ich das kann. Matthias' Eindruck nach den ersten Metern. Läuft nicht gut. Zündkerzen brauche ich, Luftfilter brauche ich. Und dann könnte das eventuell was werden mit den 9,6 Sekunden. Guck mal, der Fensterheber. Was ist denn mit dir los? Jetzt geht der nicht mehr hoch, oder was? Da ist so viel Dreck drin, das hörst du richtig. Runter geht er einwandfrei. Komm, ein bisschen noch. Ach, shit. Naja, ist ja auch egal, ne? 9,6 Sekunden lautet die Werksangabe für den 130 PS starken Nissan Primera. Wer der Herstellerangabe am nächsten kommt, gewinnt. Wir starten das Gerät, natürlich mit GPS-Messung. Komm, Baby! 2 Liter Maschine, Happiness! Ja, und 9,6 Sekunden im Leben nicht. Du kannst das ein bisschen schneller noch. Komm! Yes! 11-2-2-0. Das ist nicht so schlecht. Matthias ist damit also 1,6 Sekunden langsamer als die Werksangabe. Das war gut. Das war richtig gut. 11-2-2-0. Wie bitte? Ja. Ja, aber das ist doch gar nicht so schlecht, oder? Das ist gar nicht so schlecht, aber auch gar nicht so gut. Ja, aber wie fühlst du dich denn jetzt? Es geht. Wie soll es dann weitergehen? Ja, ihr fahrt jetzt und dann gucken ganz wir mal, wer klar, besser ist. Mit dem Fiat. Vollgas. 14,2 Sekunden soll der Fiat laut Herstellerangabe auf 100 brauchen. Wie nah kommt Diet dran? Mit kraftvollen 55 Pferdestärken soll ich jetzt hier das Rennen gewinnen? Ich sehe es auch noch nicht, du. Ich sehe es echt noch nicht, aber ich gebe mir die größte Mühe. Achtung, Achtung. In Startposition. Ich komme schon. Ready. Also er zieht viel sauberer durch als meiner. Ja. Zieht viel sauberer durch als meiner. Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt. Ja, 8-9. In den Drehzahlbegrenzer ist er gekommen. Na also, haben wir es doch. 15-1, haben wir es doch. Date ist also nur 0,9 Sekunden langsamer als die Herstellerangabe und liegt damit vor Matthias.
Hast du ja meine Pizza bestellt? Jawohl. Mega Fahrkünste. 15-1, gehört es dir oder bleibt es meins? Ey, 15-1 ist nicht schlecht, aber ist langsamer. 14-2 ist die Werksangabe. Jetzt werd mal nicht weinerlich. Ich habe alles gegeben. Ich habe das Gaspedal bis in die Ölwanne gegeben. Und das auf jeden Fall 0,9 langsamer als die Werksangabe. Damit bist du besser. Und jetzt bin ich dran. Bye. Also muss ich jetzt mal genauso zaubern wie der D. Fangen wir doch gleich beim Rückwärtsgang an. Werksangabe für den 58 PS Renault 13,4 von 0 auf 100. Wenn Lina nicht mehr als 0,9 Sekunden daneben liegt, gewinnt sie. So, dann suche ich schon mal den ersten Gang. 13,4 Sekunden, Werksangabe. Immer schön den zweiten reinhacken, dann klappt es auch mit dem dritten Gang, ne? Das ist total heiß. Schnell geschaltet. Jetzt! Und wo sind die 100? Go! Ah! 14,1 Sekunden von 0 auf 100. Zur Erinnerung, Renault gibt 13,4 Sekunden an. Das heißt, Lina ist 0,7 Sekunden langsamer als die Werksangabe und hat damit gewonnen. Endlich kommt sie mal! Da ist sie ja! Und wie sieht's aus? 14,1. Nee. 14,1? Ja. Was war dein Originalwert? Schön, 13,4. Das gibt es nicht. Dann bist du 0,7 langsamer als die Werksangabe. Das ist Platz 1. Du bist 0,9 langsamer. Ja, ich bin die Doppel-Null. Ich bin 1,6 langsamer. Was habe ich mir da für einen Quatsch gekauft? Ja, die Karre, die kann halt einfach nicht. Ich schäme mich ja auch. Aber das ist doch nicht das Ende der Fahnenstange. Weil es geht weiter. Lina bekommt 3 Punkte dazu. Sie liegt mit Det gleich auf. Matthias Konzept geht nicht auf. Er bleibt auf dem letzten Platz. Zwischenstand ist, ich habe 2 Punkte, die beiden anderen jeweils 5 Punkte. Ja, jetzt muss ich liefern. Tag 2 der großen Grip Schrottplatz Challenge. Nach Schrottautokauf und Beschleunigung steht nun die dritte Herausforderung an. Tatort: ein verlassener Recyclinghof. Hier bläst Matthias zur Aufholjagd auf seine Kontrahenten. Ah, falls er mit der Bein vor euch eine Sicherung durchbrennt, gibt es hier gleich eine neue Festplatte. Ich glaub, wir kriegen eine Nachschulung in Sachen EDV. Ja. Mit Gummi. Was soll das denn? Ja, schön. Was haben wir? Achtung, Achtung. Slicks. Die Challenge. Beladen und entladen. Was? Beladet die Autos so, dass ihr die Ladung wieder loswerden könnt, und zwar während der Fahrt. Das finde ich gut. Die Räder müssen immer rollen beim Entladen. Das Zeitlimit 5 Minuten. Wer am schnellsten die meisten Teile verliert, gewinnt die Challenge. Ja gut, dann legen wir los. Okay, Ladies first. Wer fährt zuerst? Du bist die Dame. Ich darf heute. Du fängst an. Das Lustige ist, dass die Aufgabe, wenn die so bescheuert ist, dann macht sie uns natürlich am meisten Spaß. Ja, was weiß ich, was die sich wieder ausgedacht haben. Aber geil ist es auf jeden Fall, weil ich bin hier auf Schotter, ich bin hier auf dem Schrottplatz. Und es gibt viel Trash. Da kann nichts mehr schief gehen. Naja, als Erster zu starten ist eigentlich immer scheiße, ganz ehrlich. Die Jungs können sich jetzt alles abgucken, auch meine Fehler besser machen nachher. Aber es ist mir egal, ich kämpfe. Bist du bereit? Ja. 5 Minuten laufen ab jetzt. Ilidi. Ach so. Du legst das einfach alles oben drauf. Moment, das stand aber anders. Warum? Da steht beladen. Das Hast du schon mal was von Ladungssicherung gehört? Ja, ist doch gesichert. Das ist das Gegenteil von Ladungssicherung. So. Und ab dafür. Wehe, mein Auto springt nicht an. Also, 3,5 Minuten hast du noch. Okay. So, und ab geht er. Ab auf so, die Seite. Auf die Seite, weil jetzt fliegen gleich die Teile. Soll ich dir die Türen zumachen? Nö, bitte nicht. Ach du Scheiße. Oh, diese Karre. Ich hasse sie. So, komm. Erster Gang geht auch nicht. Scheiße. Oh, fuck. Ah, oh, shit. So, jetzt ist das Auto kaputt. Ist ja der Hammer. Nix geht mehr. Tot. Oh, shit.
Ja, super. Wieso läufst du denn zu Fuß? Was ist los? Und wie viele Minuten habe ich noch? Auto geht nicht mehr. Zwei Minuten. Das Auto geht nicht mehr. Kaputt. Wie? Tot. Geht nicht mehr. Wie? Kein Sprit? Komplett tot. Im Ernst jetzt? Ja, Batterie ist tot oder irgendwas. Ja, mach doch mal Haube auf. Ja, ne? Hä? Wie viele Minuten habe ich noch? Ausgegangen oder was? Ja. Zwei Minuten hast du noch. Ich meine, du kannst die Karre auch schieben, ne? Ja, dann schiebt ihr doch mit. Scheiß Auto. Mann. Ja, noch zwei Minuten, ne? Zeit läuft, Lina. Du bist ja auch Automechanikerin, ne, Lina? Ich habe eine Vision. Ja, dass die... Du hast das Kabellose gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Guck. Eine Minute 30 noch. Zündung. Na, super. Tot. Hä? Das war's. Moment, mach weiter. Das kann doch nicht warten. Na also. Oh, stopp, scheiße. Jeder weiß nicht, du hast einen Kurz. Das geht bis ganz runter in den dicken Zeh. Nein, pass doch selbst dran, ist heiß. Achtung, Finger weg. Jetzt komm. Zügig. Komm, wir schieben sie an. Ja, nee, also der dreht verdammt schwer. Ja, wir schieben sie an, komm. Ja, los, hau einen zweiten rein. Zweiten Gang, ja, das Zündung ist ganz anlassen. Toll hier mit der du. Zweiten Vogel. Und komm. Gang. Und mitzünden, ne? Ja. Juhu. Und weiter geht's. Komm, Karre. Oh, scheiße. Es ist ja wieder aus. Was, wieso lässt sie dir denn immer absaufen? Dieses Auto macht mich fertig. So, jetzt geht da noch was. Oh Gott. Achtung. Jetzt ist die Felge runter. Zwingo, bis gestern warst du mir echt sympathisch. Die Zeit ist um und die Stimmung bei Lina im Eimer. Also, eins ist noch da. Ein Reifen hast du noch drin. Drei. Eins, zwei, drei. Was hast du noch? Ja, Reifen. Drei. Stück. Oh. Sieben Sachen und ein kaputtes Auto. Ganz ehrlich, ich habe den Twingo Petra genannt. Das passt auch dazu. Ist eine echte Zicke, scheiß Auto. So, Det, ja, du bist dran. Auf die Plätze. Dann sehe ich genauso. Minuten hast du? Ja, kein Stress. Könnt schon mal drauf. Bist du bereit? Was heißt hier Taktik, Tick-Tack? Was soll das? Ich bin auf dem Schrottplatz. Ich schmeiß den Schrott da drauf, gebe Vollgas, hau einen Anker rein und dann fliegt die ganze Scheiße um die Ohren. Mal sehen, wer der Erste wird. Und auch ins Auto, nicht nur aufs Auto. Wieso? Ne? Wieso? Ja, ja. Auf die Plätze, fertig, los. Jetzt hier, muss kein Stress im Laden. Ja, ja. Schön in Ruhe. Wäre ja nicht auf der Flucht. Ah, so ist schön. So. Was denn? Kein Stress im Laden. Das darf ja nicht schon vorher runterfallen, ne? Komm, die nehmen dann auch noch mit drauf. Aber ein bisschen Action wollen wir schon sehen, ne? Was? Also jetzt hier komplett das Rentnerprogramm ist nicht. Ja, das ist gar kein Problem. So. Dann wollen wir mal. Ja, dann wollen wir mal zur Seite treten. Muss ich mich anschnallen? Ja, nicht, dass du rausfällst. Geht los. Fertig. Also, er hat 2 Minuten 50 noch als Restzeit übrig. Aber alle Teile sind weg. Ich bin's. Fertig. Hervorragend gemacht. Alles ist runter. Ja. 2 Minuten 50 Restzeit. Und Matthias hat jetzt ein bisschen Zuladung bekommen hier. Ach so, das kannst du dann auch mit einsacken. Das ist dann für dich, ne? Ja, das kannst du vergessen. Ich sag mal, der Nächste bitte. Ja gut, ich habe mich jetzt nicht irgendwie total abgekämpft. Ne? Hab die Sache ein bisschen entspannt beladen. Vollgas, Vollbremsung und dann die Kiste entladen. 2,50 passt. Ja, ich sag mal so, ich muss dringend liefern, ne? Richtig. Aber nicht so ein Rentnerprogramm wie Det eben, bitte. Ganz entspannt. Das war doch. Das war also, Zeit läuft, oder? Okay, ja, und los! Mit einer Lässigkeit laden die Jungs da ihre Autos. Ja, weißt du nicht genau. Ja, weißt du, der hat da so lange Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen. Ja, wie genau kann ich das Ding jetzt am besten beladen? Oh, jetzt habe ich einen Kratzer auf dem Dach. Mist.
Matthias, ja? Es gibt Regeln, da muss man sich auch dran halten. Ja, mach ich doch. So, du hast noch 2 Minuten, dann ist die Zeit um. Was? Nein, Quatsch. Da soll ich mal ein bisschen bewegen hier. Nee, eben nicht. Was ist das denn? Geht noch was? 2 Sachen. 2 sind noch. Jetzt. 3:23. So scheiße. Damit ist Matthias 33 Sekunden schneller als Date. Da oben ist noch was. Noch eine Runde. Laber mich nicht voll. So. Alles raus? Ja, ja. Ganz hast gewonnen. Alles weg? Ja. 3:23. 3:23, Restzeit. Ja. Boom! Yes! Und du hattest 2 Minuten 50 noch Restzeit, ich 3 Minuten 23. Platz 1, Platz 2, oh. Platz 3. Ich gehe jetzt erstmal mein Auto reparieren. Mittag. Mittag. Matthias bekommt als Sieger 3 Punkte und holt auf. Diet geht mit 2 Zählern zusätzlich in Führung. Lina ist weiterhin vor Matthias. Auf geht's zur 4. Challenge. Erster. Ganz toll. So, was ist Phase? Wagen. So, die Dame. Jawohl, bitteschön. Ihr alle wisst, weniger Gewicht heißt bessere Performance. Macht eure Autos leichter. Wer nach 1 Stunde am meisten Kilos aus seinem Auto entfernt hat, gewinnt die Challenge. Aha. Bitte wiegt eure Autos dafür noch einmal vor dem Umbau. Aha. Okay, deswegen die Wagen. Okay. Gut, alles dann klar. Müssen wir hier auf die Platten. Willst du loslegen? Ja, gerne. Ja, passt. Gerade. Muss ich nochmal zurück? Hör auf! Was ist denn? So, jetzt bin ich richtig ausgerichtet. Ja, jetzt hast du es, ne? Mit einer mobilen Kfz-Waage wird das Gewicht genau ermittelt. Also, mit dir. Ja, warte. Nee. Ohne mir natürlich. 1255. Ja. 1255. So, jetzt kommt was mit einer ganz schmalen Spur. Hast du? Warte, der ist ein bisschen schmaler, ja, ein bisschen in der Spur. Ne? Was hast du? Na? Leichtes Ding. 0749. 749 Kilo. Es ist jetzt schon ein Rennwagen. Gut. Lina, steigen wir erstmal aus. Genau. Minus 50 jetzt wissen Kilo. Wir auch, jetzt wissen wir auch, wie viel die wiegt, ne? Hast du gesehen? Ja. 820 Kilo. Das okay. Ist ja auch nicht das meiste. Also. Wir haben 1 Stunde Zeit, alles abzubauen, was wir wollen. Okay. Denk dran, wir müssen nachher noch andere Aufgaben erfüllen. Ja gut, ich meine, leicht machen heißt natürlich auch Geschwindigkeit. Ich denke mal, ein Rennen wird noch auf dem Zettel stehen. Ich habe Angst, bei euch beiden Haudegen mir meine Fahrradtür rauszureißen. Ja, die lass mal drin, die lass mal drin. Ja, 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 ne? Ja, die brauche ich. Fahrradtür lass mir drin. Dann lass du doch beide drin, ne? Möge das große Autostrippen beginnen. Die Zeit läuft. So. So, ich sag mal, erste Amtshandlung. Stecker rein und Kette raus. Ich habe extra die Kette reingeschmissen. Ich habe gedacht, da kannst du immer was von, kannst immer gebrauchen. Und jetzt kann ich sie auch brauchen. Oh, das liegt richtig. Das mit der Kette, ne? Das ist echt wieder richtig, richtig gefuscht. So, Haube kann weg. Die brauchen wir nicht mehr. Oh, jetzt haut sie rein. Bei Lina ist schon fleißig die Flex im Einsatz. Die Haube vom Twingo muss als erstes dran glauben. So. Nummer 1. So, ich würde sagen, 7 Kilo oder 10. So, erstmal die hintere Tür, ne? Ich arbeite lieber ordentlich. Ja? Na, eh so ein bisschen der Filigrantechniker. Vor allen Dingen nachher am Lenkrad. So sieht also filigran aus, Herr Malmedy. Das gibt's doch gar nicht.
Bin sehr gespannt, was so eine Tür wiegt. Kilo weniger. Weiter geht's. Er hat nur gesagt, die Tür muss drin bleiben. So, dann machen wir jetzt mal die Ausstattung platt. Ha, da knackst es schon. Da müsst ihr jetzt mal kurz überlegen, was da passiert, wenn die Schrauben weg sind. Dann klatscht das Ding runter. Achtung, nicht, wenn das jetzt runterfällt. Na? Hast dich wieder verletzt? Nee, noch nicht. Noch nicht? Hast wieder deine Vollgummi-Handschuhe angezogen, weil da mit der Arbeit Geh leichter mal zur geht? Seite, diese Schrauben sind schon alle locker. Ja, ja, ich weiß nicht, ob bei dir eine Schraube locker ist. Ne? Pass auf, als Tipp, ne? Hier nimmst du die Spangen raus. Ne? Ja, das mache ich jetzt zum Schluss. Nee, das musst du eben nicht machen. Das musst du gleich. Ich muss weg. So, das haben wir. Nee, nee, nee. Wenn der mit der Kiste durch ist, dann werden sie seinen Krankenkassenbeitrag erhöhen. 45 Minuten Restzeit bleiben noch. Die Aufgabe der Challenge, wer mehr Gewicht an seinem Auto los wird, gewinnt. Wunder damit. Oh. Ah. Alter, ist das Teil schwer. Jetzt geht's doch. Ganz von alleine. Verglasung brauche ich auch nicht. Sitzheizung, Seitenairbags. Ciao. Hätte ich mal ein bisschen besser in der Schule aufgepasst, dann wäre aus mir auch noch was geworden. Jetzt bist du hier was am Schrauben dran. Oh, das sind echt Kilo. Sehr gut. Die Hälfte der Zeit ist um und alle drei haben schon ordentlich gestrippt. Das war scheiße. Das war scheiße. Das war richtig scheiße. Gehen wir mal schnell einen Lappen. Schnell. Date hat eine tiefe Schnittwunde an der linken Hand und muss schnellstens verarztet werden. Oh, fuck. Ans Weitermachen ist so erstmal nicht zu denken. So, kommt mal kurz zusammen. Was machst du denn da? Brauchst du Hilfe? Ja. Wie geht's dir denn? Ich glaube, ich hatte eine Entzündung. Nee, ich bin beim Scheinwerfer hängen geblieben. Leider doch ein bisschen tiefer als gedacht. Okay. Ja, nee, das lasse ich jetzt überhaupt nicht machen. Ja, jetzt zittert auch ein bisschen. Quatsch. Ah. So, pass auf. Mein Fahrzeug ist fertig. Ja. Ich habe es also im letzten Arbeitsgang geschafft. Ja. Könnt ihr das für mich wiegen? Ja, sicher. Du bist doch richtig außer Atem. Ja. Ja, guck mal. Ja. Merkst du was? Guck mal, das ist gestrippt. Ne? Ja. Donnerwetter. So, ich habe jetzt aber Termine. Also, ja. Seid so gut. Ne? Schlüssel steckt. Ja. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Tata, gute Besserung. Während Date ins Krankenhaus fährt, beenden Matthias und Lina die Challenge. Da hätte der Müller sich mal seine Handschuhe angezogen, ne? Dann würde er jetzt nicht auf dem Krankenhausbett liegen. Doch Date ist ein zäher Bursche, genau wie der kleine Twingo. Diese Tür hier, die stresst mich, echt. Ich dachte, ich gehe da einmal kurz mit der Flex ran, fertig. Nix ist. Lina will die Beifahrertür unbedingt loswerden. Dafür hat sie auch schon einen Plan. Dietz Auto muss herhalten. Schlüssel steckt und weiter geht's. Na endlich. Ist ja ein windiges Geschoss hier. Rabiate Methoden. Lina setzt Dietz Fiat als Rambock gegen die widerspenstige Twingo-Tür ein. Boah, die Bude hier, die stinkt nach Sprit. Boah. Okay, viel Spaß, Devin. Hilft alles nix. Oh.
aber jetzt, oder? Yes! Matthias flext derweil Löcher in den Auspuff. So. Jetzt haben wir quasi Sidepipes. Kleiner Soundcheck. Ah, ein bisschen dumpfer. So gut. Wer gewinnt die Leichtbau-Challenge? 5 Minuten bleiben noch. Oh Mann. Come on. Jetzt mache ich noch das Wischwasser leer. Es kommt auf jedes Gramm an, Leute. Das ist mindestens 1 Liter. 1 Liter wiegt 1 Kilo. Weißt du Bescheid? Gott! Also, ich krieg diesen Sitz in mich raus. Das ärgert mich total. Jetzt muss ich einfach irgendwas anderes noch abmachen. Hauptsache, hier verliert das Ding irgendwo noch Gewicht. Ja, das war's dann wohl. Yes! So, Lina, jetzt gucken wir uns das Ding mal an. Du hast hier einen sehr, sehr interessanten Frontsplitter montiert. Ja, das da bin ich gespannt, wie das sich auf die Fahrdynamik auswirkt. Positiv. Es wird wahrscheinlich nicht anfangen zu flattern, schätze ich jetzt mal. Nee, das glaube ich auch nicht. Ist doch stabil da vorne. Ja, ja. Willst du zuerst wiegen oder soll ich? Wieg du erst mal. Wir wiegen erst mal Date, würde ich sagen. Ja, oder? Gut, okay. Wo ist Date eigentlich? Ist denn Date im Krankenhaus jetzt oder was? Notaufnahme, einmal gucken, nähen, fertig. 749 Kilo wog der Fiat. Komm ich mal hier raus. Oh, wow. Im Ernst jetzt? Achso, du warst noch drin. Ja. Sag an. 641. Das heißt, Dez Fiat ist 108 Kilo leichter. Matthias Nissan lag bei 1255 Kilo. Und jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Was hat's zu 1255? 1073 Kilo. Das heißt minus 182 Kilo. Linas Twingo wog vor der Challenge 820 Kilo. Greta hat 108 Kilo verloren, ich habe 182 Kilo verloren. Ich habe 722. Und du bist gestartet bei? 820. Nein. Das sind keine 100 Kilo. Exakt 98. Linas Renault hat am wenigsten Gewicht verloren. Das ist schlecht. Der Zwischenstand. Lina liegt auf dem letzten Platz. Matthias überholt sie und landet auf Platz 2. Diet besetzt mit 9 Punkten Platz 1. Doch viel wichtiger. Wie geht es ihm nach seiner tiefen Schnittverletzung? Diet, moin. Du bist im OP oder was? Das sieht aber böse aus, ne? Und das ist der Doktor, oder was? Ja, der ist gut drauf. Der flickt mich jetzt zusammen. Er meinte, ich habe geschlossen. Du hast geschlossen? Ja, er muss mir da zusammennähen. Das ist doch ein bisschen doller gewesen als geplant. Wie viele Stiche, Herr Doktor? Was? Ich hätte 3, wenn ich das so alles in der Runde umgehe und wer hat den Schweigepflicht und so 3. 3, 4. Du siehst ja süß aus. Mit deiner Maske und deinem Häubchen da. Habt ihr mein Auto schon gebogen? Ja. Und? 108 Kilo hast du verloren. Ja, das ist doch gut. Und du? Ich habe 182 verloren. Echt? Na ja, gut. Und wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt wieder Erster, oder was? Du bist immer noch Erster. Ja. Amazon. Ja. Eben kurz den Punktestand durchchecken, ne? Dann ist er wieder, da geht's ihm gleich wieder ein bisschen besser. Jetzt gibt's dir den Kreuzstich. Ja, sag mal, hast du, liegt der da schon drunter? Zeig mal bitte, ey. Guck mal, der liegt hier unterm OP-Tuch, liegt der Finger. Live-Übertragung aus dem OP. Jetzt machen wir das mal fertig da, ne? Und kannst du mir schon mal einen Pokal aufbauen, ne? Wir sehen uns beim Rennen, Schatzi. Das sagt der Arzt jetzt mal eben selbst. Ich darf morgen nicht teilnehmen, richtig? Also ich würde es nicht machen. Ich würde ihn krank schreiben. Das würde ich mit jedem Mechaniker machen. Und Autofahren wäre im zivilen Straßenverkehr auch nicht so sinnvoll. Ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren. Ich dachte, hier ein Kreuzstich. Ja, nicht, dass er dir die Finger zusammennäht, ne? Das mach ich nur gegen Aufpreis. Okay, alles klar, ne? Gutes Gelingen. Alles
Gute Besserung. Tschüss, tschüss. Ciao. Also sehr, sehr tapfer, der junge Mann. Er weiß tatsächlich nicht, ob er morgen teilnehmen darf oder kann, besser gesagt. Dürfen tut er, weil wir sind nur auf abgesperrter Strecke unterwegs. Hm. Also dürfen würde er. Die Frage ist, ob er es hinkriegt. Beißt Deet für das große Finale der Grip-Schrottplatz-Challenge auf die Zähne, um seinen Punktevorsprung nicht zu verlieren? Der Showdown findet auf dem Flugplatz in Westerstede bei Oldenburg statt. So, Lina, ich glaube, das wird ein Wet Race, oder? Gummistiefelrennen, super. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja, ich weiß. Du hast Gewichtsreduktion betrieben, du hast deinen Scheibenwischer abgerissen. Ja. Keine gute Idee, ne? Mich extrem weit nach vorne gebracht. Woher soll ich denn wissen, dass hier plötzlich die Schleusen sich öffnen? Ja. Geht's noch? Wo es eigentlich steht? Ja, das wüsste ich jetzt auch gern. Kann Deet auch am Finale teilnehmen? Großes Drama gestern bei der Leichtbau-Challenge. Deet hat sich beim Ausbau eines Scheinwerfers schwer an der linken Hand verletzt und musste im Krankenhaus genäht werden. Taucht er noch auf oder sind die Punkte für diese Challenge verloren? Meinst du, der kommt heute? Keine Ahnung, ich rufe ihn mal an. Wo bleibt er denn? Hey! Alter, was hast du denn da an der Hand? Die Killerpfote. Leider größer gewesen als gedacht. Da habe ich mir ein paar Blutgefäße weggehauen. Oh, Hat mein Onkel Doktor mir da wieder sauber zusammengenäht und hat aber gesagt, pass auf, ich darf mich nicht weiter belasten. Da habe ich krank geschrieben. Nee. So. Wie lange? Ja. 2 Wochen. Ach du Schande, das ist ja richtig schlimm. Okay. Ja, ich muss das hochhalten, soll ich noch kühlen und sowas, aber wenn ich mich nicht weiterhin stark belaste, halte ich noch eine Weile durch, sagt er. Okay. Na ja, gut, super. Aber dann bist du jetzt raus, ne, Deet? Ja, ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie wir das hinkriegen. Pass auf. Wenn das für euch in Ordnung ist, schicke ich euch meinen besten Mann, meinen Fahrer. Der redet nicht viel, ihr könnt ihn aber Doppel-Deet nennen. Okay. Und den Spaß haben. Ja, wegen mir, oder? Sag ihm, er soll Gummistiefel anziehen. Hier steht das Wasser auf dem Hof. Ist klar. Habt ihr da Bock drauf? Geht das klar? Ja, Logo, auf jeden okay. Fall. Dann schicke ich ihn auf Reise und dann wünsche ich euch viel Spaß. Dann alles klar. Pass auf deine Pfote auf, ja? Gute Besserung. Tschüss, Deti. Tschüss. Der Doppel-Deet kommt. Der Na, Doppel-Deet da bin ich kommt. Mal gespannt. Ja. Ob ich vor dem Angst haben muss? Die Frage ist, ob er besser fährt als Deet oder schlechter. Alter Schwede, was ist denn das für ein Kerl? Hat er den in seinem Kühlschrank gefangen gehalten? Also das oder ist was? Auf jeden Fall einer seiner besten Kumpels, würde ich sagen. Ja. Cowboy-Stiefel, V8-Gürtel, Hawaii-Hemd. Mhm. Na, Doppel-Deet? Ja. Bist du bereit? Heißer Helm. Bist du Rennfahrer? Heißer Typ. Ja. Aber du weißt, welches von diesen Autos hier deins sein wird. Der dickste, in der Mitte. Ja, der passt zu dir, das okay. Ist alles gut. Dann brauche ich die Karte. Die finale Challenge. Oh. Motorsport und Leichtbau gehören untrennbar zusammen. Von daher zeigt, was in euch und euren Leichtbau-Boliden ich steckt. Wusste es. Und fahrt ein Rennen. Oh. Der Gewinner streicht die letzten zu vergebenen 3 Punkte ein. Los, bitte, los. Die Strecke. Vom Start weg geht es, die Landebahn runter, scharf rechts wenden und mit Highspeed zurück. Dann durch die Schikane und zurück zum Ziel. Wer als Erster nach 2 Runden die Zielflagge passiert, gewinnt das Rennen. Ob der Doppel-Deet was kann, das wird sich gleich zeigen. Ich habe noch eine kleine Waffe an Bord, die ich notfalls auch gerne gegen Doppel-Deet auspacke. Das Rennen wird trotzdem so verlaufen, dass dieses rote Fahrzeug hinter mir als allererstes von der Startlinie wegkommt. Weil ich habe 130 PS, mehr als doppelt so viel wie die anderen beiden. Also das kann gar nicht gegen mich ausgehen. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen Schiss vor Matthias, sein PS, vor seinen Fahrkünsten nicht so, aber das Auto, das kann natürlich was, ne? Ich glaube, für die beiden Kröten da wird es auf jeden Fall easy reichen. Muss es auch, denn nur wenn Matthias, Lina und Doppel-Deet beim Rennen schlägt, kann er sich 3 Punkte und damit den Gesamtsieg bei der Grip-Schrottplatz-Challenge holen. Bevor es heiß wird, gibt es eine kurze Aufwärmrunde. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was Petra so kann.
Den Sitz, den hau ich da auch noch raus, ey. Das geht ja gar nicht. Hier, bis schau. Die Lina hat ihren Sitz verloren. Scheiße. Oh, ich hätte echt den Unterboden rausnehmen sollen, ne? Also das Fahrverhalten ist gelinde gesagt brutal schlecht. Untersteuern. Oh, ja. Alter Schwede, ich glaub das nicht, ne? Der geht einfach gar nicht. Der Bock geht gar nicht. Was ist hier los? Und der Fiat? Doppeldate ist kein Mann großer Worte und lässt gleich beim Rennen lieber Taten sprechen. Okay, genug eingefahren. Ganz schlechte Vorzeichen für das Rennen. Ganz, ganz schlechte Vorzeichen für das Rennen. Ach du Schande, ich flipp aus. Ich hab echt Schiss, weil wir haben jetzt so beim Einfahren, merkst du natürlich, wie die anderen beiden so laufen. Und ich hatte jetzt nicht mehr das Gefühl, dass er 130 hat, sondern eher so 56 PS. Petra fährt sich erstaunlich gut, muss ich sagen. Ich hatte echt Schiss, weil die ja immer diese Zündaussetzer hat, dass sie sofort stehen bleibt. Was jetzt aber gerade am Versagen ist, sind die Bremsen. Und das macht mir ehrlich gesagt Sorgen. Ich versuche natürlich mit Liz und Tücke wieder irgendwas gut zu machen. Dafür habe ich diese Apparatur hier konstruiert. Bin ja im Nebenberuf auch noch Ingenieur. Ich weiß genau, was jetzt kommt. Arsch. Ja, was macht er denn da? Das glaube ich jetzt nicht, ne? So, jetzt kriegt er auch noch eine Ladung ab. Es ist angerichtet für das alles entscheidende Rennen. 3, 2, 1, go! Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Erste Kurve, yes! Alter Schwede, war das knapp! Ich flipp aus, seht ihr, wie schlecht dieses Auto geht? Das gibt's ja gar nicht! Ich hab mehr als doppelt so viel Leistung wie die beiden hinter mir! Matthias führt. Beim Wendepunkt entbrennt ein heißer Kampf zwischen Lina und Doppeldeet um Platz 2. Ja, Patrick, gegenseitig in die Karre und fahrt euch das Auto kaputt. Yes! Hast du dir so gedacht, du Doppel-D? Du kannst mich mal. Bleib du mal schön da hinten, mein Freund. Petra, die kann was. Zweite und entscheidende Runde. Leute, das sieht nach einem ordentlichen Sieg aus. Für die Family. Und nur keine Faxen machen. Fuck, come on. Oh, so, Petra, zeig, was du drauf hast. Die letzten Meter vor dem Ziel. Kann Doppeldeet Lina noch überholen? Gleich ist Zieleinfahrt. Boom. So sieht's an. Ja! Der Airbag ist aufgegangen. Ich flipp aus. Yes! Leute, so sehen Siegerkarren aus. Boom! So. Was ist los, Doppeldeet? Oh. So. Ist das schön. Sau gut. Bam! Oh.
Bei meinem haben die Bremsen versagt. Alles gut? Ach komm, nächstes Mal. Ihr seid euch schön in die Karre gefahren, habt euch gegenseitig die Zeit weggenommen. Wunderbar. Ja. Der lachende Dritter steht vor euch und kriegt 3 Punkte. Oh. Yes! Matthias heimst die letzten 3 Punkte beim Rennen ein. Lina bekommt 2 dazu und Doppel-Det als Letzter nur 1 Punkt. Der Gesamtsieg geht also an Matthias. Det wird 2. und Lina landet auf Platz 3. Ja, ich sag mal, das Rennen ist eher scheiße gelaufen. Doppel-Det hat nicht gut performt, leider. Aber nächstes Mal, wenn ich wieder fit bin, dann beißt Onkel Matthias in den Teppich. Jetzt bräuchte ich mal bitte ein bisschen feierliche Musik. Tada! Gewonnen. Ich hätte ihn gerne selber mit nach Hause genommen, nee, aber das ist meiner. Leider hast du ihn dir verdient mit deinen 130 PS. Erster Platz, richtig eingekauft, richtig gefahren im Gegensatz zu dir. Toll. Und dir, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Deinen doppelten PS da. Hier, und der Doppel-Det, du kriegst noch 5 Sekunden aufgedrückt, ne? Du hast eine Pylone umgefahren. Nur so fürs Protokoll. Wisst ihr Bescheid.